Und weiter geht's mit der FDP, die hadert mit ihrer Rolle im Thüringen-Chaos. Da geht es natürlich für sie jetzt auch darum, den Fokus vor allem auf andere Themen zu lenken. Dazu jetzt die Generalsekretärin der Liberalen, Linda Teuteberg. Die Grundrente, die diese Woche wieder im Bundeskabinett auf der Tagesordnung steht, die bleibt eine Willkürrente. Sie ist schon im Ansatz falsch. Daran ändern auch kleine Maßnahmen, kleine Veränderungen im Koalitionspoker nichts. Denn sie ist ungerecht, sie ist unpraktikabel und auch potenziell verfassungswidrig. Sie ist ungerecht, weil sie nicht Lebensleistung belohnt, sondern neue Ungerechtigkeiten schafft. Sie ist auch aus Gründen des Datenaustauschs, des Datenschutzes und der Prüfungen, die dort notwendig sind, unpraktikabel. Das sagt selbst die Deutsche Rentenversicherung, dass sie das überhaupt nicht gewährleisten kann, so wie die GroKo das vorsieht. Und sie ist auch potenziell verfassungswidrig, weil sie zum Beispiel bei der Behandlung von Ehepaaren, Familien gegenüber nicht verheirateten Ungerechtigkeiten schafft, ob Einkommen des Partners angerechnet wird oder nicht und hier Ungleichbehandlungen stattfinden. Wir stehen weiter für unser Konzept der Basisrente, was im Gegensatz zu dieser Willkürrente der GroKo zwei wichtige Ziele vereint. Nämlich, dass wir den Menschen, die wirklich Not leiden, die wirklich von Altersarmut betroffen sind, zielgenau helfen. Das ist dann allerdings unabhängig von Beitragsjahren, wer wirklich zu wenig hat, um im Alter ein würdiges Leben zu führen. Hier brauchen wir bei der Grundsicherung wirksame Hilfe. Und zum anderen schlagen wir vor, dass Menschen, die viele Jahre gearbeitet und eingezahlt haben, aber ein geringes Einkommen haben und deshalb auch sehr geringe Rentenansprüche, dass sich auch für die ihre Eigenvorsorge lohnen muss, sodass wir deshalb sagen, 20%, egal ob betriebliche oder private Altersvorsorge oder erworbene Ansprüche aus der Rentenversicherung, 20% davon sollen immer anrechnungsfrei bleiben bei der Grundsicherung. Das führt dazu, dass diejenigen, die viel gearbeitet und fleißig gearbeitet haben und trotzdem geringe Rentenansprüche haben, dass sich es für sie immer noch lohnt, auch wenn sie gleichwohl etwas gespart haben, etwas eingezahlt haben, dass sie immer etwas mehr haben als diejenigen, die auch Anspruch auf ein bestimmtes Minimum haben, weil sie sonst von Altersarmut betroffen sind, aber eben nicht selbst eingezahlt und vorgesorgt haben. Damit wir da Leistungsgerechtigkeit auch gewährleisten, brauchen wir genau diese Anrechnungsfreiheit von 20%, egal aus welcher Vorsorge die jemand gemacht hat. Das ist unser Vorschlag, Altersarmut gezielt und würdewahrend lindern einerseits und andererseits Lebensleistung bei niedrigen Einkommen angemessen honorieren, dafür zu sorgen, dass für jeden und jede in unserem Land es sich lohnt, auch etwas vorgesorgt zu haben, gespart zu haben, auch bei niedrigem Einkommen. Und schließlich besorgen uns natürlich die Festnahmen nach den Razzien, von denen wir gehört haben. Zugleich ist es richtig, hier sehr wachsam zu sein, zu reagieren auf rechtsextremistisches Potenzial. Und es gibt hier Handlungsbedarf. Wir haben da im Deutschen Bundestag auch bereits mehrfach Vorschläge gemacht. Handlungsbedarf gibt es etwa dabei, dafür zu sorgen, dass die nachgewiesene Zugehörigkeit zu einer extremistischen Organisation auch automatisch zur waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit führt. Das ist einer der konkreten Vorschläge, die wir für notwendig halten, dass dem Handlungsbedarf, um hier wirksam zu agieren. Und wir brauchen gute Konzepte, um sensible Orte wie Synagogen und Moscheen etwa gezielt und zuverlässig vor Anschlägen zu schützen. Das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, hier wachsam zu sein.